Nach dem erfolgreichen Auftakt wurde auch 2012 in der Bezirkshauptstadt Völkermarkt der Südkärntner Business Run zum zweiten Mal ausgetragen. Zahlreiche Dreierteams bestehend aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Unternehmen, öffentlichen Stellen, Vereinen und Institutionen nahmen die 4,4 Kilometer lange Laufstrecke auf sich. Diesmal auch dabei ein Team der Eventbox. Naja, wir haben uns gedacht, nachdem wir wirklich sportliche Schwergewichter sind, dass jetzt endlich einmal Zeit ist, dass wir was tun. Ja, kannst du mal mitfilmen, da kennst du eh schon. Ja, und wir haben uns für heute einmal vorgenommen, einmal stark anzufangen für unsere Verhältnisse, dann stark nachzulassen, damit der Platz das nächste Jahr nach oben hin ist. Nach dem Startschuss der vom Wirtschaftsverein Zukunft Völkermarkt unterstützten Laufveranstaltung war klar, nicht die sportliche Höchstleistung, sondern der Teamgeist steht dabei im Vordergrund. Auch Gesundheitsreferent Peter Kaiser nahm diesen Lauf zum Anlass, um der Abstimmungsstadt die ehrenvolle gesunde Gemeindetafel zu überreichen. Ja, die Stadtgemeinde Völkermarkt hat heute die höchste Auszeichnung, die die gesunde Gemeinde Kärnten vergeben kann, erhalten, nämlich die gesunde Gemeindetafel. Damit wird sichtbar gemacht, dass Völkermarkt eine jener gesunden Gemeinden ist, die seit mehr als 3 Jahren permanente Information für ihre Bevölkerung macht, die Gesundheitsvor- und Fürsorge als etwas Zentrales in ihrer Gesundheitspolitik machen, die einen ständigen Arbeitskreis haben und die so tolle Veranstaltungen wie heute und in der Vergangenheit durchführen. Eine Auszeichnung, eine öffentliche Anerkennung, die sich die Gemeindeväter gemeinsam mit ihrer Bevölkerung verdient haben. Die Eventbox! Applaus verdient hat sich auch die Abordnung der Eventbox für den sportlichen Ehrgeiz. Für die Veranstaltung selbst gab es vom Gesundheitsstadtrat der Stadtgemeinde Völkermarkt einiges an Lob. Das Publikum ein Hammer, Organisation ein Traum, das Wetter lässt nichts zu wünschen übrig. Danke dem Organisationsteam, es war super. Ein Traum, wie man sieht, gesunde Gesichtsfarbe, heute bin ich meinen ersten 19er Grund, super. Herr Smetnik, ein kurzes Interview für Südkern TV. Wie war der Lauf? Sehr gut. Zufrieden? Mit mir sehr zufrieden. Super. Hab ich nicht gedacht, dass ich so viel Kondition habe. Optimal, ich glaube, das bringen aber eh alle Eisenkoppler mit, oder? Ja, meistens, weil sie in die Berge haben sie nicht. Mit einer guten Zeit unter 30 Minuten waren dann auch die 3 Teammitglieder der Eventbox im Ziel. Die Begeisterung war sichtlich groß. Wie war der Lauf? Ich habe irgendwas total Nettes überlegt, aber ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Ich bin einfach überglücklich, darin zu sein, in meiner Schwergewichtsklasse sicher der Beste. Und stolz bin ich auf unser Team. Danke, Burschen. Also wir sind sehr zufrieden. Wir haben mehr als verdoppelt die Starterzahl gegenüber Vorjahr. Das Wetter hat auch perfekt mitgespielt. Es ist alles gut über die Bühne gegangen. Nein, rundum zufrieden. Rundum zufrieden strahlte auch das Eventbox-Team, womit dem einen oder anderen elektrolytischen Getränk bei der After-Run-Party nichts mehr im Wege stand. Also wir sind zufrieden und im nächsten Jahr sind wir sicherlich wieder dabei und werden uns garantiert noch steigern. Denn schon jetzt steht die Devise für das nächste Jahr fest. Top und Top ist unser Job.